Willkommen, Star Wars April, April Star Wars, yeah, noch ein paar Tage und man hat E8 in der Hand, DVD, Blu-ray und kann sie sich endlich auf dem Heimkino anschauen. Die, die Beamer haben, die haben es natürlich gut, die, die ein tolles Flat haben auch und die mit weniger, so in der Größe, naja, Hauptsache ist E8, Hauptsache ist Star Wars und wir haben gelacht. Ja, und jetzt muss ich wieder unterbrechen. Hallöchen! So, im neuen Online-Modus hier und zwar Fan, Service, kann man sich alles Mögliche drunter sich vorstellen. Als Fanservice macht man eine Menge und zwar spricht man wie früher darüber. Meine Güte, waren das Zeit. 1979 saß man zusammen, sprach miteinander. Jemand besorgte so eine Raubkopie auf VHS und dann schaute man es dann zu Hause und diskutierte und so weiter und so fort. Davor hat man dann noch für teures Geld für Super 8 gekauft mit dieser Knattermaschine und so ein Tuch an der Wand. Mutter fand das nicht so lustig, dass sie ihr Betttuch da und an der Wand wieder runterholen musste, wenn wir da unsere Star Wars Geschichten angeschaut haben. Es war eine tolle Geschichte, dieses Knattergerät auf Super 8 und die zweite Rolle einlegen, zurückspulen. Man hatte diskutiert und war im Fieber. Ach, war das schön, das war 79. So, jetzt haben wir bald 2019, dann geht es wieder richtig zur Sache. Im Moment haben wir 2018, da ist ein bisschen ruhig. Wie gesagt, da kommt E8 und Han Solo im Film, also heute in einem Monat, kommt Han Solo ins Kino und dann hat man da wieder und kann wieder. So, worüber möchte ich heute reden? Ich möchte heute über Bandai reden. Also Bandai verkauft ja solche Figuren hier, ne? Ich habe mir die zusammenbauen lassen, meine lieben Freunde, für meine Wurstfinger ist es nichts. Also wer ein gewisses Alter hat, diese Figuren sammeln möchte, sollte filigrane Finger haben, sollte also filigran damit umgehen. Die Bandai ist also, naja, also die sind mehr zusammengebrochen hier wie alles andere. Hier fehlen schon wieder Teile, also die Figuren fallen sehr schnell um. Wie gesagt, sind ja in einem sogenannten Steckbausystem zusammengesetzt worden. Es war alles nicht schlecht, nicht, aber wie gesagt, bin kein Freund von Bandai. Hier habe ich auch noch so einen Herrn da, da liegt alles rum. Die habe ich mir, wie gesagt, bauen lassen. Nicht nur, weil ich kein Chinesisch kann, sondern Wurstfinger. Also meine Finger sind nicht mehr so elastisch wie früher. Packe ich die an, so wie jetzt, brechen die auseinander. Hatte diese mir machen lassen, zusammenbauen lassen, noch nicht komplett, sind nicht beklebt oder so. Und dauernd fallen die irgendwie um im Schaufenster. Wie gesagt, die Nachfrage nach diesen Figuren ist auch nicht gegeben. Ich warte derweil, deswegen sitze ich jetzt hier vor laufender Kamera, auf weitere Figuren, die da kommen aus der Elite-Serie von Walt Disney. Aus Metall, die sammle ich jetzt nicht. Also ich kaufe sie ein für diejenigen, welche die mögen sollten, wenn die 2019 mal wieder so richtig abgeht mit Star Wars. Manchmal frage ich mich sowieso, wie fühlt sich so ein Schauspieler, wenn er sich sieht als Figur? Habe ich noch keinen gefragt, aber müsste ich mal fragen, wie er sich sieht, wenn er so als Figur in fremden Händen da, ne, oder in Schaufenstern. Also wie fühlt sich ein Schauspieler, wenn er plötzlich zu einer Star Wars Figur wurde? Wir haben auf der einen Seite DC und die Marvel und auf der anderen Seite Star Wars und Star Trek. Wie gesagt, es gibt es nicht mehr, wir sitzen nicht mehr im Wohnzimmer oder im Kinderzimmer, wir sitzen auch nicht mehr vor Knattergeräten wie 79, wir haben auch keine Bettdecken mehr an der Wand, um da irgendwie was zu sehen. Wir sitzen auch nicht mehr zusammen, nicht nur, weil wir nicht mehr so jung sind und weil viele von uns auch gar nicht mehr leben. Nein, weil das heute so ist. Ja, also heute ist das so, dass das, wie gesagt, nicht gemacht wird, dass wir da irgendwie zusammensitzen oder irgendwelche Sachen machen. Und so weiter und so fort. Ich finde es ja toll, wenn die Leute so da vor den Schaufenster gucken, wie teuer ist denn R2-D2 oder sonst wie. Ja, die kosten halt, wenn es gute sind. Ja, kosten halt, wenn es gute sind. So, ich habe gerade hier mal die Kenner aufgerufen. Da kostet Lea in ihrem Superkostüm, ihr wisst schon, bei Jabba the Hutt saß sie, beziehungsweise unter Ketten lag sie, in ihrem super Kostüm und diese Figur, nicht größer wie diese hier, die sind also filigraner, weil die voll flexibel sind. Die anderen Figuren wisst ihr, wie dünn die sind, muss ich euch alle nicht so erklären. 103 Euro. 103 Euro für ein Püppchen. Ein Nachrichtensprecher sagte auch einmal, weil so ein Püppchen kam mal 25.000 Euro, nicht diese, ist klar. Da fragte er auch, für so wenig Plastik 25.000 Euro, er hat den Beruf verfehlt. Hallöchen!
So, die Preise für Star Wars sind bekannt. Wie gesagt, Leia nicht größer wie 10 cm, 103 Euro. Dieser Herr hier gibt es mal günstig und mal weniger günstig, Sir Darth Vader. Wenn man sich das dann so anschaut, so eine Figur in die Hand nimmt und dann die Literatur über den Herrn dann liest, dass sein Schulterpolster bzw. Halbpanzer 25 Kilo wiegt, damit er die Kraft spürt, dass er kaum Atemluft bekommt hier durch seinen Helm, aber zusätzlich Luft zugeführt wird durch seine Atmungsgeräte, die er eingearbeitet wurden, und natürlich sein Display. Alle Daten, die er braucht, werden ihm auf die Augen gebeamt. Ja, ich weiß nicht, wer das von euch wusste, aber man kann es drüber nachlesen, was Darth Vader, der größte Held der Galaxie, als Sith Lord doch durchgemacht hat, wie er noch Sith Lord war. 25 Kilo, nur die Platten hier oben, dann sein Polster sozusagen, so abwehrend, also so genäht, so zusammen, dass dort keine Klinge, also ne, durchdrang. Also er war schon fast unzerstörbar, wenn man das alles so liest über ihn, was doch er hier an Macht ausübte. Naja, doch wirklich, könnt ihr alles nachlesen bei Google oder so, irgendeiner bei YouTube erzählt es euch, feuerabweisende Handschuhe und was er nicht alles hatte da, komischerweise sein Sohn hat ihm den Arm dann doch abgetrennt. Ist schon ein bisschen merkwürdig zwischendurch, aber egal. Diese Figur hatte halt auch noch einen leuchtenden Stab dabei, ne? Das ist halt von Walt Disney. Ja, wie gesagt, Walt Disney, George Lucas, Walt Disney hat doch das Ganze gespalten, wie alles gespalten wurde in der heutigen Zeit. Wie gesagt, ich vermisse die Diskussion, ich vermisse die Gemütlichkeit, ich vermisse, okay, das Knattergerät vermisse ich nicht, die Super 8, 16 mm auch nicht, das war horrend teuer, aber hat trotzdem viel Spaß gemacht. Die 30 Jahre für Star Wars arbeiten in der Spielwarenindustrie vermisse ich jetzt auch nicht. Auf eine Art vermisse ich gar nichts, weil es macht schon Spaß, wie gesagt, so eine Art Fanservice zu haben. Ja, so einen Fanservice zu haben, den wir ja jetzt im April an der großen Fensterfront ausgestellt. Die Leute kommen auch rein und bestellen und hätten gern und so weiter, weil doch einige Geburtstage anstehen. Und weil Geburtstage anstehen, wollen natürlich einige Exemplare haben, die man nicht mal eben so um die Ecke bekommt, und sollte hier in Deutschland Toys R Us sich auch verabschieden, dann könnten so Händler wie meiner einer vielleicht mal wieder auf Spielwaren ob es sich lohnt, weiß man nicht, weil Amazon macht es ja schnell und möglich, Google macht es schnell und möglich, eBay macht es schnell und möglich, wozu sollte man dann zu einem Fachhändler gehen, mit ihm auch noch sprechen, bei ihm auch noch suchen und bei ihm auch noch bestellen, wenn man das doch zu Hause selbst machen kann. Ja, wir werden eine sogenannte Self-Generation, ne? Self, 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 ich mache alles in Self, ich mache alles selbst, egal was. Meiner einer zum Beispiel freut sich jetzt mittlerweile aufs Wochenende, weil Wochenende mache ich gar nichts mehr, null Jente, da kümmere ich mich nur noch hierum, einfach nur sein und sich berieseln lassen, sich über die Figuren unterhalten, so fernmündlich, via Computer, und dann die Filme schauen und alles und suchen und forschen, was gibt es denn und so weiter und so fort. Einige sind bei 1333, einige sind bei Old Republic. Na, Mystery Revan sitzt auch da drüben, beziehungsweise steht da drüben. Ja, die Figur, Revan, ja, für 57 Euro. Hallo. Hallo. So, ihr Star Wars Freunde, Gemeinde. Ja, hier bei Star Wars Gemeinde, bei Facebook, wie gesagt, die neuen Figuren aus E8, auch von Disney, in Metall, macht Spaß, weil dann sieht der Schauspieler auch, also Mark Hamill sieht aus, wie er aussieht. Das macht Spaß, so eine Figur zu haben. Wenn man noch einmal, ich weiß nicht, was mit meiner Kamera los ist. Ich werde nachher beim Schneiden feststellen, ich lasse alles so, wie es ist. Ich habe in meiner Hand die Elite-Version von Kylo, der, wie gesagt,
gerade durch die Post hier durch Amazon gekommen ist. 30 cm groß und wie gesagt Kylo Ren Elite. Von Elite Serie ist Kylo Ren von Walt Disney. Ja, einmal mit extra Hände, einmal mit extra Hände und einmal mit dem Laserschwert, beziehungsweise auch ohne Laser, beziehungsweise nur das Schwert. Ja, Schwert draufdrücken und dann hat er ja den Laser. Ja, an sich ist es ein bisschen paradox. Ich meine, das ist ja wie ein Händler, also wer Mittelalter kennt, Mittelalter Ritter kennt und auch, wie gesagt, diese echten Schwerter kennt. Er könnte jetzt ein echtes Schwert sich kaufen und dieses dann so präparieren, geht auch. Nur den Griff müsste er dann auch umgestalten, damit das ein Kylo Ren Schwert wäre. So, man nennt es Schwert, Licht, Schwert. Man hat damals ziemlich gelächelt, wie alles so sich vorgestellt wurde mit so einem Schwert. Aber wir wissen nach 41 Jahren, wie alle darüber denken. Und was dabei herausgekommen ist, brauche ich gar nicht sagen. Wir sind hier bei der Star Wars Gemeinde, Art Community, und wir sprechen und wir sind immer noch Fan Service. Ja? Fan Service wird also nicht online betrieben, nur real. Kunde wollte haben, Kunde bekommt, wir haben bestellt. So, Kylo ist schon mal da. Also diese Variante ist schon mal da. Die anderen Varianten, keine Ahnung, ob die heute auch noch kommen, sollten die heute kommen, werden die natürlich auch vorgestellt. Das sind ja sozusagen hier die sogenannten Live-Videos, die aber nicht live geschaltet werden, weil das Publikum, weil die Kunden hier anwesend und wir weiterhin den Datenschutz betreiben. Wird zwar aufgezeichnet live, wenn der Kunde nicht mehr im Raum, sondern schon gegangen ist. Hier waren heute viele Kunden, die sich über Star Wars wieder erkundigt haben, weil wieder viele Geburtstag haben, weil auch Ostern war. Zur Osterzeit wurden auch viele Figuren eingekauft von den Kunden und dann unter den Osterbaum oder unter den Osterstrauch oder als Osterei verschenkt. Ja, mit Star Wars kann man da sowas machen. Mit Star Wars macht es Spaß. Das ist eine wunderschöne Gemeinde. Leider online, nicht real. Real hat sich halt, sagte ich vorhin schon beim Anfang 1979, wie wir da alle so saßen und dann über Super 8 das gesehen, mehrere Spulen. Ja, Hallöchen! So, wie gesagt, Kylo Ren, gleiche Größe mit seinem Großvater. Großvater Darth Vader. Das ist die Deluxe-Version von Deluxe-Disney. Jetzt muss man immer nur Disney sagen. Und wie gesagt, im Moment ist halt hier so Disney-Figuren-Fieber im Metall oder in der Größe, wo halt die Kunden nachfragen und diese Versionen mögen. Deswegen haben wir sie besorgt. Also Grandpa mit seinem Zögling wäre nicht schlecht, wenn das auch mal ein Film würde. Wie sie da zaubern, ist mir egal. Anakin wird da irgendwie oder was weiß ich, Geistwesen oder erscheint oder keine Ahnung. Machbar ist ja alles. Also, Disney ist nun mal eine Filmburg, Zeichentrick etc. und halt Märchen. Und da passt das größte Märchen aller Zeiten, das Märchen 41 Jahre alt, Krieg der Sterne, Star Wars. Noch einmal im Kinderzimmer, Super 8 gesehen, nachher VHS, Raubkopien, auch einen kleinen Monitor, weil damals mit 15, 16, 17 Jahren konnte man sich solche Sachen noch gar nicht leisten, beziehungsweise man hat auch da gar nicht drüber nachgedacht, ob man sich das leisten sollte oder so. Ab einem gewissen Alter war man nämlich nicht mehr in der Spielwarenabteilung unterwegs. Das mal dazu, dass heute ein sogenannter Hype entstanden ist, dass in der heutigen Zeit die Leute darüber regelrecht philosophieren und ja, das ist halt nach 99, wie das Netz erfunden, beziehungsweise 95 nach C-Bit erfunden, 1999 dann endlich durchgedrückt wurde mit Star Wars erster Teil, ging es los. Star Wars hat sich jetzt online-mäßig im World Wide Web regelrecht breit gemacht und ja, ist Kult. Ich brauche an sich nicht mehr viel sagen. Noch einmal, wie gesagt, Figuren sammeln brauche ich auch nichts, an sich brauche ich gar nichts mehr sagen, weil ab einem gewissen Alter
weiß man es oder man weiß es nicht. Unser ein weiß es, weil nach 41 Jahren davon 30 Jahre dafür gearbeitet. Und jetzt ist es halt hier nur noch ein Fanservice, mit Fans zu sprechen, mit Fans versuchen, irgendwie zu kommunizieren, sich zu unterhalten oder in der Gemeinde bei Facebook über diese Sachen zu sprechen. Also ich wusste jetzt nicht, dass es jetzt in dieser Größe kommt, der Kylo, weil ich ihn halt in klein verkauft hatte. Okay. Grüß, hallo. Einmal in Rechnung, dann mache ich gleich wieder deine Geräte. So, solltet ihr ein Geräusch hören? Ich bin mal wieder ziemlich stark am Arbeiten und dann nutze ich halt so einen Videoclip wie jetzt auch vorhin während der laufenden Arbeit. Das ist also nach der Arbeit, ist leider immer noch am Arbeiten, aber so ist er nun mal im Copyhaus. So, im Medienhaus ist momentan Ruhe. So, die Figur ist heute auch gekommen. Wie gesagt, auch metallisch, auch Elite von Disney. Wenn er mal genau hinschaut, ich meine, der Schauspieler ist wunderbar getroffen und somit gefällt einem die Figur, die vorhin hatte ich ja gezeigt, die ganz große. Und wie gesagt, ein Trooper First Order ist auch gekommen. Auch von Disney. Und gar nicht mal so schlecht. Also wie gesagt, ja, macht also Sinn, so im Schaufenster die stehen zu haben. Dadurch kommen natürlich sehr viele begeisterte Star Wars Fans rein, denn der Star Wars Fan bzw. Fanservice ist ja jetzt im April gestartet. Wir helfen also, vorhin war DC, Marzi, Polami und Marvel, ist klar, versuchen wir jetzt auch reinzubekommen, aber persönlich gefallen mir die Figuren einfach nicht. Die Firma Schleich bietet sowas an zum Beispiel, aber er sieht überhaupt nicht ähnlich dem Schauspieler. Hier sehen die Figuren wenigstens dem Schauspieler ähnlich und irgendwie kann man sich auch mit dem Film identifizieren. Ist halt Geschmackssache. Also willkommen im Fanservice, die neue Art hier beim Star Wars, bei der Star Wars Gemeinde oder Star Wars Community, wo wir hier fachsimpel, auch am Stammtisch, wie gesagt, ihr könnt auch real vorbeikommen, einige wohnen ja in der Nähe, einige leider nicht. Und somit ist das immer so eine Sache, mal eben hier vorbeizukommen. Wie gesagt, im Moment wird geordert, um für 2019 gewappnet zu sein. Aber die Kundschaft ist da und die Kundschaft wird halt auch ein bisschen leerräubern. Das bedeutet, das kann sein, dass diese Figuren dann gar nicht mehr da sein werden. Deswegen halte ich sie in die Kamera als Erinnerung, dass die Figuren mal da waren. Wie gesagt, meiner einer ist Händler, jetzt nicht Fan. Wenn man, wie gesagt, das ist so, als ob das dazugehört. Also eine Art Familie. Man hat 30 Jahre im Spielwarenbereich gearbeitet, promotet für Kino. Man trug selber die Sachen, wie gesagt, natürlich immer wieder. Damals jedenfalls 79 bis 83 wurde immer Darth Vader das Kostüm getragen. Also war schon eine tolle Sache. Die Firma Karstadt hatte das da geordert. Und hier die Lichtburg, das Kino. So, wie gesagt, ich muss leider arbeiten. Ich habe da 300 Blätter da zu machen. Diesmal für eine arabische Kundschaft. Wie gesagt, wir sind international. Wir machen nicht nur, ja, wir machen internationale Sachen. Und deswegen mögen wir halt auch Star Wars aus der USA. So, ich hoffe, der Videoclip hat gefallen. Die Frage lautet nur, was soll man überhaupt noch über Star Wars berichten, außer das Creep jetzt, dass die Leia verändern wollen, dass da irgendwelche Petitionen hochgefahren wurden, um da irgendwas zu machen und so weiter und so fort. Naja, kann man auch mal lesen, da muss man jetzt nicht noch einen Videoclip machen. An der Sendung arbeitet man immer noch, man feilt auch noch an der Arbeit, beziehungsweise an der Sendung wird gefeilt. Ob da was wird, weiß man noch nicht. Also in dem Sinne, ich freue mich, euch hier zu erleben und es freut mich, wenn ihr da, wie gesagt, die Sachen euch anschaut. Jetzt wieder eingetroffen, ne? Und sieht dem Schauspieler wirklich ähnlich. Wer die noch nachkolorieren will, kann es ja auch machen. Da gibt es ja auch sicherlich noch Sachen für, aber man muss die an sich gar nicht nachkolorieren. Das sind metallische Figuren, die machen auf einem Schreibtisch als Figur schon ein gutes Gesicht. Also so ist es nicht, aber
Scheint, ne? Sieht gut.